Grüße, Mr. Sport TV hier. Das war zu wenig von Bayer Leverkusen. FC Bayern München gewinnt verdient mit 4:2. Zum Ende hin gab es noch einen fragwürdigen Elfmeter. Das alles jetzt. Mit der ersten gefährlichen Aktion geht Bayern eigentlich mit 1:0 in Führung. Wunderschöner Freistoß, das erinnert mich an 2018, als Lewandowski eigentlich exakt aus der gleichen Situation, aus der gleichen Position geschossen hat und an die Unterkante der Latte gehauen hat. Diesmal macht's Alaba und wunderschöner Freistoß, muss man sagen. 1:0. Und beim 2:0. Baumgartlinger hat die Verantwortung, was die Spieleinleitung angeht, immer an den Nebenmann gegeben. Einmal macht er es selbst und wird er geblockt. Ich meine, der Diagonalball ist eigentlich immer gut. Aber in der Situation gab es wesentlich bessere Alternativen. Und so macht natürlich Gnabry eiskalt das 2:0. Und da wusste man schon, okay, das war's. Vor allem, wenn Bayern das 3:0 noch vor der Pause gemacht hätte, wäre es gegessen gewesen. Von Bayer Leverkusen hast du fast nichts gesehen. Und genau das ist das Problem. In der ersten Halbzeit war nichts da. Und die haben auch ganz selten so richtig gepresst. Und bei Bayern München musst du pressen. Du musst denen richtig auf die Nerven gehen, dass sie keinen Bock mehr haben. Die dürfen sich nicht so entfalten. Und Bayern Leverkusen hat leider viel zu selten gepresst und eher abgewartet. Und bei der Qualität von FC Bayern München, die schieben sich dich so lang zurecht, bis sie halt die Lücke gefunden haben. Und so ist halt das immer wieder geschehen. In der zweiten Halbzeit muss man aber sagen, dass das Spiel schon wesentlich besser war. Von Leverkusen kam viel mehr und es war schon auf Augenhöhe. Es wäre schön gewesen, wenn das komplette Finale so gewesen wäre. Radetzky legt sich das Ding natürlich dann selbst rein, aber zuvor, was war das für eine Chance auch von Volland? Ich meine, klar, der Ball muss vielleicht ein bisschen weiter nach vorne kommen, aber trotzdem muss er den Ball wenigstens treffen oder besser machen und dann im Gegenzug halt das 3:0. Ich meine, wer erwartet denn erstmal, dass Lewandowski von dort aus schießt und dann ja, Radetzky will ihn so eigentlich halten, so nach unten klatschen, einfach sicher haben und den Ball dann krallen, weil weit und breit war kein Spieler da. Das heißt, er kann ihn so abtropfen lassen. Ja, aber irgendwie runtergefallen, dann überhastet reagiert und dann, ja, Eigentor, es ist bitter, von uns hat er es nicht gelernt. Aber, und dann hat man wirklich gedacht, 3:0, Case gegessen. Aber irgendwie war es so ein Hallo-Wach-Effekt, so ein richtiges Hallo-Wach-Effekt. Ab da hat Bayer Leverkusen richtig gut gespielt. Das 1:3 gemacht, ich meine, der Flugkopfball war braviös, keine Frage. Und dann kam nur noch Bayer Leverkusen. Aber der letzte Pass war immer zu ungenau. Oder dann der eine Schritt hat gefehlt oder einfach den Ball vorher nicht getroffen. Und wenn die da das 3:2 in der Situation machen, in der Phase, wird das nochmal eine richtig knackige Endphase. Im Endeffekt hat Bayern München diese Phase überstanden. Und dann kam auch nicht mehr so viel von Bayer Leverkusen. Es wurde dann runtergespielt. Ganz am Ende Lewandowski noch mit einer Chance erstmal verpasst, aber kurz vor Schluss vollendet er es zum 4:1 und dann war der Deckel drauf. Und dann kommen wir in der Nachspielzeit zum sehr fragwürdigen Elfmeter. Erstmal ein Videobeweis in der Nachspielzeit, kennt Bayern von vor 2 Jahren. Entschuldigung, der Seitenhieb musste sein, tut mir leid. Es sind viele, viele Witze auf Twitter rumgegangen. Auch, dass man sich die Eintracht sehr gewünscht hat, weil die 3 meisten Namen, die genannt wurden, Bayern, Bayer und Frankfurt. Der hat so oft Frankfurt erwähnt, warum auch immer. Und warum auch immer hat er gemeint, dass der Elfmeter die richtige Entscheidung war. Nein, war es nicht. Die richtige Entscheidung wäre gewesen, Tor für Bayer. Denn Volland hat das Ding reingemacht. Und ich meine, der Ball war im vollen Umfang drinne. Nur weil ein Spieler von Bayern München den Ball zuvor mit der Hand berührt hat, ist das kein Elfmeter für Bayern. Das ist Tor für Leverkusen. Denn, wie gesagt, Vorteilsregelung.
und somit muss das Tor an sich zählen. Im Endeffekt hat Havertz halt den Elfmeter braviös vollendet, muss man sagen. 2-4, Ergebniskosmetik. Aber dass der Kommentator wirklich meinte, ja, Elfmeter ist die korrekte Entscheidung, dann frage ich mich, nein. Ich meine, er hat da zuvor auch schon ein paar fragwürdige Sätze geäußert, als Neuer rausgestürmt ist. Der Ball wird an ihm vorbeigelegt. Ja, der Neuer hat sich nicht verkalkuliert, weil er nicht an den Ball gegangen ist. What? Wenn er zum Ball läuft, nicht zum Ball geht, aber der Spieler, der Gegenspieler, läuft an ihm vorbei, dann hat er sich verkalkuliert. Trotzdem, auch wenn er nicht richtig zum Ball gegangen ist, aber seine Mitspieler waren zum Glück noch da, haben ihn gerettet, aber im Endeffekt muss man auch sagen, der Sieg von Bayern geht natürlich klar in Ordnung. Haben verdient gewonnen, keine Frage. Von Bayern kam einfach gar nichts. Man hat wirklich fast nichts gesehen. Klar, die Phase in der zweiten Halbzeit, aber ansonsten kam viel zu wenig. Und Bayern München wollte die ganze Zeit Tore schießen. Die hätten nach 0:30 auch hinten reinstellen können oder abwarten spielen. Aber die wollten auf 4-0 gehen, die wollten auf 5-0 gehen. Und dadurch sind die noch in Konter geraten. Das war das Problem. Und ich denke, wenn das 2-3 gefallen wäre, hätte Bayern auch wieder anders und taktisch anders gespielt. Definitiv. Fakt ist aber, so ein Finale muss ich nicht nochmal haben. Sprich, ohne Fans. Ich meine, lustig, dass man solche Sätze hört wie, ich spiele diesen Pass seit 10 Jahren. Wieso weißt du das denn nicht? Von Thomas Müller. Ich musste lachen. Aber Fakt ist auch, ein Finale ohne Fans ist kein richtiges Finale. Ich meine, Bayern München gewinnt regelmäßig das Ding. Aber stellt euch mal vor, du bist Bayern 04 Leverkusen-Fan und kannst nicht ins Stadion sein. Weil Corona. Ich meine, Pokalfinale ist das Geilste, was es gibt. Vor allem, wenn du so unregelmäßig da bist, so selten da bist. Es ist wunderschön. Vor allem, wenn du das Ding dann gewinnst. Das geilste Erlebnis. Ich meine, klar, die hätten in Leverkusen gefeiert ohne Ende. Das weiß man jetzt schon, wenn die das Ding gewonnen hätten. Aber trotzdem, ein Finale ohne Fans ist wirklich nicht das Wahre. Und jetzt könnt ihr sehr gerne mal in die Kommentare hauen. Habt ihr das Spiel gesehen oder nicht? Für wen wart ihr? Wie ist eure Entscheidung zum Videobeweis in der Nachspielzeit? Korrekte Entscheidung oder hätte man das Tor zählen lassen müssen? Und generell, wer wird zum Beispiel nächstes Jahr Pokalsieger, obwohl man das noch gar nicht sagen kann, ohne Transfers etc.? Und dann sage ich, Arrivederci, bis dahin und ciao, ciao, und ich freue mich auf eure Kommentare.